Jeder von uns braucht Intimität. Wir alle wollen nahe Verbindungen mit denen, die uns wichtig sind. Aber wie viele von uns verbauen sich diese Verbindungen durch Verhaltensmuster zwischenmenschlicher Handlungen, durch die wir konditioniert sind? Als Menschen haben wir alle unbewusste Überlebensstrategien entwickelt, um dazuzugehören. Die meisten von uns folgen einem logischen Verhaltensmuster. Ich mache etwas, damit du dich freust, mich liebst und ich dabei sein darf. Wir haben uns selbst davon überzeugt, dass unser Handeln ein Geben zum Wohle der anderen sein soll und dass etwas durch unsere eigenen Handlungen zu bekommen nur negativ, eine Übertretung oder ein Missbrauch sei. Die meisten Menschen kennen nichts anderes. Ich selbst dachte immer, damit ich eine rechtschaffende und fürsorgliche Person bin, handle ich natürlicherweise nur für das Wohl anderer. Aber was ist, wenn das Gegenteil davon wahr wäre? Was ist, wenn wir von Natur aus berechtigt wären, zu unserem eigenen Nutzen zu handeln und von einem inneren Ort authentisch Freude und Genuss zu erfahren, der dem Vorteil von Gemeinsamkeit dienen würde? Was ist, wenn wir alle in der Lage wären, uns unserem eigenen Unbehagen zu stellen, unsere alten Muster zu durchbrechen und lernen würden, authentischer mit den Reizen unserer Umwelt zu agieren und unser Gefühl dahin auszurichten, dass wir einfach nur um Erlaubnis fragen müssen und dabei die Grenzen anderer zu respektieren? Hier ist, wo Somatic Consent ins Spiel kommt. Darüber hinausgehend, nur die Art und Weise zu verändern, uns selbstbezogen oder zwischenmenschlich zu engagieren, richtet diese Praxis das Bewusstsein neu aus, wie wir fühlen und entscheiden. Das ist eine neurologische Erweiterung unserer körperlichen Kapazität, emotionalen Intelligenz und der Fähigkeit, tiefer zu fühlen, Übereinstimmungen zu kreieren und auf die Bedürfnisse und Wünsche zu antworten, die zum wertvollen Nutzen aller Beteiligten ist.